Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening präsentieren. Und zwar machen wir mal wieder eine Mythic Plus Chest auf. Das müsste jetzt die dritte in der zweiten Season sein und die insgesamt, keine Ahnung wie viel, das schaut in den Titel, da schreibe ich es euch dann rein. Ein wenig Gear kann ich auf jeden Fall noch brauchen. Denn ich bin jetzt mittlerweile bei, naja, je nachdem was ich anziehe, 402 bzw. 404. Ich habe hier Azerie-Teile, die im Moment hier, wo ist es denn? Das hier, 415, aber die haben halt Kack-Trades drauf, ne? Also Item-Level an sich bringt natürlich auch nichts, wenn die Trades dann nicht stimmen. So, was habe ich die letzte Woche gemacht? Eigentlich habe ich meine 10er gemacht, aber dann war es so, dass ich jetzt doch eine 12er habe, wie ihr hier seht, weil dann die Leute noch wen brauchten für einen Sellrun und dann habe ich halt noch einen 12er Key mitgesellt und ein bisschen Gold gekriegt. Normalerweise, wisst ihr, mache ich nur eine M+ 10, um das effizient zu halten, aber wenn es natürlich Gold gibt, dann mache ich natürlich noch eins, wo mehr. Genau, deswegen müsste ich jetzt Loot aus dem Server kriegen. Heißt, ich kriege kein höheres Item-Level. 410 ist das höchste, was du kriegen kannst als Baseline, es kann natürlich immer hochrollen, ist klar, aber ich müsste mehr von diesem Titanen-Residium-Zeugel bekommen und das schauen wir uns jetzt mal an und wir gucken mal rein und bitte eine Waffe und ein Trinket. Fuck, ich habe Hände gekriegt, ich glaube, das ist nicht gut. So, was habe ich jetzt gekriegt? Ich habe jetzt ein bisschen mehr bekommen und zwar, Moment, ich kann es euch zeigen, es sind 709, die ich bekommen habe. Und ich habe anscheinend auch eine Vorlage. Anscheinend hatte ich die Hände noch nicht. Okay, ja gut. Transmog nimmt man natürlich immer mit. Was habe ich das letzte Mal bekommen? Ich glaube 650, ne? Jetzt knappe 50 mehr. Oder irgendwas, 600 und ein paar zerquetschte hatte ich das letzte Mal. Ja, also es gibt ein bisschen mehr Titanresidium. So, das Ding ist anscheinend sogar hochgerollt. Ich hatte nämlich prinzipiell, müsste ich ja einen 410 rausbekommen. Ich habe jetzt einen 415er, das sind 5 Item-Level und kann ich das gebrauchen? Also, es ist prinzipiell besser. Versa ist mein bester Stat und da ist viel Versa drauf. Auf dem alten war auch relativ viel Versa drauf und noch Mastery, was eigentlich der zweitbeste Stat ist, aber alleine von den Ausdauerwerten, warte mal, wir können das auch jetzt so machen, genau, habe ich natürlich 86 mehr Ausdauer, 43 mehr Agi, das macht es auf jeden Fall wert, 25 mehr Rüstung. Was ich hier aber verliere, meine Reitgeschwindigkeit auf Ingi-Mount, ja, wenn ich jetzt mit einem Ingi-Mount, und erzählt, habe ich auch getestet, Mimirons Kopf und sowas zählt da auch mit rein, habe ich tatsächlich eine Ticken höhere Reisegestalt, zwar nicht 20%, aber ich glaube um die 10% waren es, ne? Also zumindest, was mir hier die Geschwindigkeit angezeigt hat, naja, aber was macht man nicht, 15 Item-Level ist natürlich einiges, ziehen wir den Bums an, Transmogens noch und ja, ich hätte zwar, um ehrlich zu sein, viel, viel lieber eine Waffe gehabt. Ihr seht, ich habe hier im Durchschnitt eigentlich alles über 400, ja, bis auf ein Trinket und eine Waffe. Und deswegen, und Trinket und Waffe sind die Sachen, die eigentlich am meisten auch Damage bringen. Ne? Das ist ja soweit bekannt. Ist es ein bisschen schade, ja, weil das hemmt mich noch ein bisschen. Also wäre so eine Waffe cool gewesen. Ein gutes Trinket wäre auch cool gewesen. Vor allem hier, was ich schon anhabe, das hier aus dem Freihafen, das auf 410 plus wäre eine Top-Sache gewesen. Leider war es nicht drin, vielleicht beim nächsten Mal, ja. Aber, ja, ich habe ja zumindest ein Item, das 5 Item-Level hochgerollt ist. Ist auch schon mal nicht schlecht, ne. Freut mich natürlich ebenso. Gut, das war's mit dem kleinen Opening. Hier ein neues Teil kann ich mir noch nicht kaufen. Ich habe nämlich erst 1400 und ein paar zerquetschte. Das wird dann beim nächsten Mal der Fall sein. Da können wir dann wieder unten auch ein bisschen gamblen. Und ja, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann wieder. Mich würde es jetzt nur interessieren, ob ihr irgendwas Krasses, Tolles rausgezogen habt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Euer Tedar, bis dann. Ciao.